Die sind richtige Raubtiere, gell? Die raufen wie die Wilden. Vier kleine Fuchsbabys sind bei Annemarie eingezogen. Sie waren in großer Not, doch die Tierschützerin hat ihnen das Leben gerettet. Die sind wahrscheinlich auf einer Baustelle in München mit dem Bagger ausgegraben worden. Da haben sie die Augen noch zugehabt, waren sie also knapp 14 Tage alt. Er hat versucht, ihn wieder der Mutter zurückzuführen, aber die ist nicht mehr gekommen. Und so sind sie alle vier bei mir gelandet. Hallo. Ja. Also am Anfang haben sie Milch gekriegt. Es gibt's. Und jetzt kriegen sie also schon Dosenfutter, Hundefutter, Katzenfutter und fressen auch schon putengeschnetzeltes Geflügel, solche Sachen. Noch sind sie handzahm, also man kann sie anfassen. Ich ziehe mich aber jetzt ab jetzt zurück, dass sie nur noch Futter kriegen und auf sich selber gestellt sind, damit die natürliche Menschenscheu beibehalten, weil sonst gibt es Ärger, wenn man es auswildert. Dann laufen sie in die Siedlungen rum, hocken sie auf die Hollywood-Schaukel und dann wird der Jäger angerufen, um sie zu eliminieren. Und das wollen wir ja nicht. Annemarie leitet den Tierschutzhof Oberpfalz und tut alles dafür, dass es den Fuchsbabys gut geht. Deswegen hat sie einen wichtigen Tipp für alle, die bei einem Waldspaziergang vielleicht einem jungen Wildtier begegnen. Jetzt um die Jahreszeit sind also ganz viele Jungtiere schon allein unterwegs. So auch jetzt die kleinen Füchse. Die schleichen also mitunter auch schon mal allein irgendwo durch den Wald. Die sollte man auf jeden Fall in der Natur belassen. Wenn man sich unsicher ist, einfach einen Jagdausübungsberechtigten, also sprich den Jäger, fragen oder dem Bescheid geben, der kann am ehesten entscheiden, ist Hilfe notwendig oder nicht. Im August werden die jungen Fuchswelpen mit rund 6 Monaten wieder ausgewildert. Annemarie sieht dem bevorstehenden Abschied mit gemischten Gefühlen entgegen. Es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge dabei. Auf der einen Seite freut es mich, dass wir in die Natur zurück können, wo sie hingehören, in ihren natürlichen Lebensraum. Und auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, wenn ich es gehen lassen muss, weil dann liegt es nicht mehr in meiner Hand. Weitere Informationen über Annemaries Arbeit und die Fuchsbabys finden Sie auf ihrer Website.